Was? Ferien? Ach, Scheißdreck. Keine Ferien. Nix hier. Schule, da. Schule, in der Schule gefangen. Von wegen Ferien. Ha, Quatsch. Ja, nix Ferien. Weiter geht's. Mit Obscure. Trotz Ferien. Aber ein bisschen Ferien machen wir auch. Ein bisschen Alkohol haben wir da und... Ach, mit dem geht alles besser. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache an der Stelle wieder weiter, wo ich da runtergefallen bin. Zum einen absichtlich und das andere war echt komisch. Aber ich habe hier einen neuen Raum gefunden. Der war ganz am Anfang, wenn man reingeht, links oder rechts, keine Ahnung. Und hier sieht's echt merkwürdig aus. Deswegen wollte ich das schon mal zeigen. Erstens mal der komische Geräusch hier, die ganze Zeit so ein glucksendes sonst was Geräusch. Also irgendwie so ein fettes Viech, das da umschleicht, keine Ahnung. Drittes Mal machen wir hier mal ein bisschen Licht. Bringen ein bisschen Licht in die Angelegenheit. Ah, hier gibt's nichts. Ah, hier war noch ein Medikit und Munition. Da hört er das. Komisch. Ja. Zum anderen ist hier... Es gut, mein Gott. Geht nach Hause. Ist hier was ganz Tolles, nämlich ein Rauchkanal. Ich wollte da eigentlich runter und du hörst jetzt auf zu hecheln im Hintergrund. Mein Gott, wo sind wir denn hier? Wir sind ja nicht in einem billigen Porno. Es reicht. Das ist gut. Na, geht doch. Nein! Ach, leck mich. Ah ne, das passt nicht zum Billigporno. Obwohl, passt doch, deswegen nicht. Aber egal. Wir gehen hier wieder raus, hier kann ich noch nichts tun. Denn Josh sagt, hier gibt's nix. Aber ich habe ganz vergessen, den Stadtplan mitzunehmen. So, jetzt haben wir auch einen Stadtplan. Obwohl hier keine Stadt ist. So, ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass hier vorne... so ein kleiner Freak ist. Was denkst du? Box gar nicht, mich so anzuspringen. Keiner ist hier schwul. Keiner mag dich. Na, hatten wir hier noch eine Statue zu, was die auch immer gut sein mag. Shannon würde es wissen, aber... die haben wir jetzt nicht dabei. So, hier drin war, glaube ich, nichts. Ne? Nichts Gefährliches jedenfalls. Siehst du was Interessantes? Ja, das sehe ich auch. Siehst du noch was Interessantes? Ja, weiter vorne. Dieses Ding könnte nützlich sein. Einmal Energy für mich. Abgeschlossen, Hals, Maul. Na, das müsste ich doch eigentlich knacken können, oder? Das mit dem Knacken hat auch nur am Anfang funktioniert. Halte Enter gedrückt, um ein Schloss zu knacken. Ja, scheinbar nicht. Stopp, wir gehen dahin. Ich habe nur noch 4 Speicherdisks, verdammte Scheiße, mein Gott, na, mir gehen die Speicherdisks aus. Aber zur Not lade ich einfach wieder, nehme ich wieder so ein Safe-Game, das ich habe. An irgendeiner Stelle, wo ich hier ziemlich nah dran bin, die passt und hab dann wieder genügend Speicherpunkte. So, jetzt nehmen wir erstmal die Munition mit. Kann ich eigentlich das da oben? Ne, kann ich wahrscheinlich nicht aufhaben. Da steht da Botanica. Das passt ja. Die ist abgeschlossen. Da geht's auch nicht rein. Kann ich den Feuerlöscher hier mitnehmen oder was soll das sein? Staubsauger? Keine Ahnung. Irgendwas zwischendrin. Ein feuerlöschender Staubsauger wahrscheinlich. Hm. Hier geht ja die Party ab, glaube ich, oder? Oh nein, du gehst weg, Alter. Du gehst weg. Hey Josh, Josh, verfickte Scheiße. Schieß! Schieß! Oh. Mein Gott, auf dich ist nicht Verlass. Ashley, Ashley, was tust jetzt du denn? Kann's rund gehen. Ja, weh, es geht jetzt nicht rund. Dann dreh ich dich und zwar rund. Zu einem kleinen verfickten Kreis dreh ich dich dann. Ja, jetzt kommt her. Hm? Geil. In einen Raum reingehen und wieder raus. Neutralisiert alle Gegner oder so. Nein, doch nicht. So, geht doch. Maul halten. Dieser eine kleine Dreckspisser hat alles kaputt gemacht. Hätte der mich nicht angesprochen, hätte ich meinen Fokus nicht verloren, ja? Es ist halt die Steuerung. Die ist eindeutig nicht PC-tauglich. So. So, du bist schon mal kaputt. Siehst du noch was Interessantes? Ja, da hinten. Das ist schon möglich. Aber erstmal... Nee, da kann man nicht drauf... Und du hast mir nicht geholfen, Arschloch. Was hast du jetzt davon? Da liegt noch was. Klebeband. Ah ne, Leuchtgranate. Haben wir noch was? Siehst du noch was? Ne, ich sehe auch nichts mehr. Mach da mal auf. Und weil es so schön ist, kriegst du gleich noch eine. Ey, ich habe gesagt, du kriegst noch eine.
Willst du nicht hören? Hör auf, Ashley. Sag mal. Autsch, was soll das? Geht doch. Ashley, du musst besser zielen. So. Und das ist hier scheinbar schon offen. Ach, da hinten liegt doch was, oder? Da. Ach nein. Aber da ist... Nee, auch keine Tür. Ha. Bam, 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 bam. Gut. So. Ja. Jetzt geht's da hoch. Da passiert, glaube ich, erstmal nichts. Oh, Waffe wechseln. Waffe wechseln, mein Freundchen. So. Und du lädst auch mal nochmal nach. So, gibt's hier noch was? Nein, das ist eigentlich eine komische Tür hier. Voll den Vorsprung. Egal. Wir brauchen ein Gegenmittel. Mir geht's gar nicht gut. Das ist schön. Nein, nicht schön. Entschuldigung. Ach ja, genau. Hier geht's ja erst einmal. Ja, hier speichern wir. Nein. Wie geht denn das nochmal? So, ja, er spielt's ein paar Tage nicht und schon ist alles weg. Speichern! Erfolgreich! Und da ist die nächste. Und das bauen wir auch. Oh ja, schrei. Schrei nur von weit weg. Das ist immer ganz cool. Du gehst bitte auf. Nein. Du bist schuld. Du bist jetzt immer schuld. Eindeutig. Du bist immer schuld. Du bist... Ach Mann, von innen verschlossen. Ja, ist klar. Oh Mann. Keine Angst. Das ist nicht sehr stabil. Warum sagst du dann keine Angst? Kannst du mir das mal verraten? So. Gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Also durch die Tür kann ich schon mal nicht. Och, jetzt muss ich alles nochmal sammeln. Das habe ich echt perfekt gemacht. Oh, das wird ein Krampf hier. Das wird ein Krampf. Also ich versuche jetzt noch einmal, wenn der dann wieder fehlschlägt, dann nehme ich erst dann wieder auf, wenn ich drüben bin. Blö. So. Keine Angst, das ist nicht sehr stabil. So, jetzt gehen wir einfach da vorsichtig durch und du siehst nichts Interessantes. Und? Ja! I got it! Hier ist eindeutig zu dunkel. Aber da liegt was. So. Ist noch was? Ja, nein, 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 hey, 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 hey. Zurück. Zurück, wilde Bestie. I see you. I see you. Ich wollte doch gar nicht schießen. Ich hab da nur gesagt, hier Licht. Ne? Du verstehst, Licht. Vor allem, warum benutzt er selber die, den Boost, wenn ich ihn nicht benutze? Du blöder Idiot, warum hast du sie einfach abgeknallt? Mein Gott, die wollte uns doch vielleicht gar nichts tun. Jetzt lade ich neu. So. Bis zu der Stelle. And here we go again. Josh, geh vor. Los. Geh vor. Red mit deiner Freundin. Nein, nein, nein. Du bist ein Mann? Das soll ein Mann sein? Ihr wollt mich verarschen, oder? Egal. Er oder sie tut uns nichts, wobei ich eher zu sie tendiere. Jetzt lass doch den Scheiß, Josh. Mein Gott, Blindfisch, ey. So, Energy Drink und wir gehen da rein. Nein, da ist mir zu dunkel. Ich gehe wieder raus. Fucking Bullshit! Was liegt da? Ist Speicherdiske. Ey, wer macht hier so einen Krach? Das ist schon wieder der Rauchkanal. Ah, das macht Krach. Was siehst du denn hier noch? Oh, Schrotflintenmunition. Das ist ja sehr interessant hier. Was haben wir denn hier? Pornos. Keine Pornos.
Oh Mann, er hechelt, er schreit. Naja, gehen wir wieder raus. Oh weh, der oder die attackiert mich jetzt. Stirb! Josh, jetzt lass sie doch einmal. Oder ihn. Das ist eindeutig ein Er und keine Sie. Eine Sie und kein Er. Mein Gott. So, was siehst du denn? Dieses Ding könnte nützlich werden. Was denn könnte nützlich werden? Geh mal nochmal raus. So. Du siehst nichts Interessantes. Vorhin hast du noch was gesehen. Ja, genau. Aha. Das ist mal sehr interessant. Den kann man verschieben. Interessant. Boah, ihr seid mir alle nicht geheuer, ne? Ihr seid mir alle dermaßen von nicht geheuer. Lass den Scheiß! Das ist ein Mann. Dürfte kein Problem für mich sein. Echt? Du kannst es knacken? Sehr schön. Verteidige mich. Verteidige mich, verteidige mich. Los, verteidige mich, verteidige mich. Gegen nichts, aber egal. Nichts Interessantes mehr da drin. Was hat das bitte schön gebracht, hä? Du bist schuld. Du hast das raus, hä? Du hast das wahrscheinlich. Hm. Eigentlich wäre ich nicht ich, wenn ich ihn nicht töten würde, oder? Ich polier dir die Fresse! Genau so sieht's aus, mein Freund. Schieb das Teil mal. Genau! Mit Gewalt kommt man immer noch am weitesten. Haben wir ja gerade gesehen. Wir gehen da mal in die Richtung und da nehmen wir das. Aha. Aha. Absperrband. Technischer Rat des Kongresses. Sehr geehrte Herren, im Anschluss an die Konferenz in Seattle, auf der Ihre Publikation und insbesondere Ihre Schrift mit dem Titel Ewiges Leben ist möglich heftig diskutiert wurden. Die Ewiges Leben, seid ihr bescheuert? Das wäre doch schlimm, Dieter Bohlen, stellt euch vor. Haben die Experten ihre Forschungsarbeiten untersucht. Es herrscht der allgemeine Einigkeit, dass der Einsatz ihrer Kenntnisse nicht kontrolliert werden kann und dass diese ökologischen, sozialen und ethischen Folgen ihrer Entdeckungen im breiten Feld des Lebens nicht gemessen werden können. Aus diesem Grund mussten wir eine Entscheidung über die Beibehaltung oder Streichung des Forschungsbudgets treffen. Welche Sicherheitsmaßnahmen können gegen die eugenische Versuchung ihrer Hypothese getroffen werden? Wir sehen uns außerstande, eine Verzicht auf die Artenvielfalt zugunsten eines künstlichen, mit Sicherheit mit einer ansteckenden Krankheit behafteten Lebens zu unterstützen. Der Beitrag ihrer Arbeiten zu den Kenntnissen über einzelne Merkmale ist eine Sache. Die Abwandlung der Übertragung dieser Eigenschaften durch solche unmenschliche Mittel ist eine ganz andere. Folglich hat der Technische Rat des Kongresses in Übereinstimmung mit der Internationalen Wissenschaftlichen Kommission beschlossen, sie lebenslang aus dieser Gemeinschaft auszuschließen. Wir werden eine Anordnung über die Archivierung oder Zerstörung ihrer Forschungsunterlagen und Ergebnisse über die Verlängerung des Zelllebens erlassen. Dies bedeutet, dass sie keine Unterstützung erhalten werden. Ihre Ausrüstung und all ihre Arbeiten werden beschlagnahmt und werden verkauft. Was jetzt? Verkauft? Am 8. Oktober werden vereidigte staatliche Bevollmächtigte ihre Geschäftsräume versiegeln und leeren. Für die Leafmore High School wird eine Kommission eingesetzt, die zu entscheiden hat, ob die Schule geschlossen wird oder nicht. Hochachtungsvoll. Ja, wer jetzt, hä? Ach. Ey, ganz ehrlich, das hier, ich kann diese komische Schrift da nicht lesen, aber das Blatt dahinter, da steht dasselbe drauf. Das kann ich besser lesen. Das kann ich wirklich besser lesen als das hier. Jetzt muss ich ganz kurz pausieren. Ich hoffe, ich habe den Audio mit aufgenommen.